Dann ist es halt gut. Ja, der Saisonstart hat für mich auch endlich angefangen im Europapark, wo ich zuletzt auch war zum Wintersaisonstart. Und ja, der Park hat wieder offen, wir können wieder rein, mit Maske wird gefahren und mal gucken, was wir heute hier so erleben. Es gibt hier auch anscheinend eine Virtual-Line. Mal gucken, wie die so funktioniert. Und der Cedric ist auch mit dabei. Guten Tag. Die Achterbahn, die wir machen werden, ist Silverstar. Und da gehen wir jetzt hin, soll anscheinend 30 Minuten Wartezeit haben. Mal gucken, wie das alles so funktioniert. Wir sind jetzt gerade Silverstar gefahren, angepriesen oder schon 30 Minuten dran. Wartezeit, wir haben vielleicht höchstens 10-15 Minuten gewartet. Also ging echt zügig, es werden auch alle rein besetzt, bloß halt ein Haushalt oder mit dem man unterwegs ist halt. Und das ist echt super, macht echt Spaß. Ja, und jetzt wird gleich die nächste Achterbahn mitgenommen. Wir gehen jetzt auf Pegasus und ja, bloß eine Minute Wartezeit. Mal gucken. Wir stehen jetzt hier bei Poseidon an, die Wasserbahnen, und mal gucken, wie das so ist. Also jetzt ein bisschen Abkühlung, es ist auch schönes Wetter hier, dann macht das auch ordentlich Spaß. Gerade Poseidon gefahren. Wir saßen in der ersten Reihe und ja, sind gut nass geworden, oder Cedric? Ja, es ging auf jeden Fall so. Ja, Haare und so. Aber ist das schon warm heute und dann kann man das machen. Mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Schweizer Bobbahn. Die sollen nämlich nur 35 Minuten Wartezeit haben und Cedric ist natürlich auch noch mit dabei. Hammer. Leider funktioniert diese Virtual-Line nicht so super. Also wir haben uns versucht bei Bluefire anzumelden. Der sagt uns einfach bloß, es stehen schon zu viele virtuell an und hat anscheinend aktuell 85 Minuten Wartezeit. Und ob wir uns da jetzt so hinstellen wollen, vielleicht später nochmal. Also jetzt geht's zur Bobbahn. Wir sind jetzt doch bei Bluefire, also irgendwie hat die Virtual-Line jetzt doch funktioniert. Und ja, wir stehen jetzt hier bei Bluefire und konnten jetzt durchgehen. Und dann werden wir jetzt gleich hier die coole Bahn fahren. Marktprodukt. Marktprodukt.
jetzt gerade Blue Fire gefahren, also anscheinend hat es so funktioniert. Wir mussten jetzt in der Q-Line auch nicht mehr extra warten und konnten so durchlaufen und einsteigen und ja, klappt super anscheinend jetzt doch. Und jetzt habe ich das nächste Arthur gebucht, da können wir wohl in einer halben Stunde auch hingehen und denn damit fahren. Ich komme jetzt gerade hier aus Arthur mit Cedric zusammen und ja, jetzt Virtual Line hat jetzt eigentlich recht gut funktioniert. Wir haben das Ticket vorgezeigt und konnten so durchlaufen zur Station. Also es bessert sich, aber mal gucken. Jetzt haben wir uns für die Euromir angestellt. Da können wir ungefähr in einer Stunde hin und in der Zeit machen wir dann was anderes. Mal gucken, was wir dann machen. So, jetzt sind wir gerade die Bobbahn gefahren. Es war stand an 30 Minuten, also wir haben höchstens vielleicht eine Viertelstunde gewartet. Und ja, da werden trotzdem jetzt alle Waggons besetzt, weil der Mindestabstand gegeben ist. Und deswegen ist die Abfertigung eigentlich auch recht gut. Wir wollten eigentlich Euromir fahren, doch unser Ticket wäre fast dran gewesen. Dann sind wir hingegangen, haben uns gewundert, warum die Leute auch alle schon normal anstehen. Und ja, anscheinend kann man sich gar nicht, oder die Virtualline funktioniert bei Euromir nicht. Jetzt haben wir ganz umsonst über eine Stunde da angestanden. Jetzt bin ich gerade zur Information gegangen, habe das angesprochen und die sagte halt, dass die App überlastet ist anscheinend. Und ja, jetzt habe ich aber einen Fastpass, haben wir beide jetzt bekommen. Damit können wir uns eine Attraktion aussuchen, was eigentlich auch recht kulant ist von Europa Park. Wo wir über den Ausgang rein? Wo wir über den Ausgang reingehen können. Also das ganz kulant, wenn man das anspricht. Leider auch scheiße für die Leute, die das halt nicht wissen und sich nicht beschweren. Die haben dann halt umsonst angestanden. Schade. So, jetzt sind wir gerade in dem Wiener Vanflieger gefahren, im Kettenkarussell. Hat jetzt zwei, drei Runden haben wir, glaube ich, angestanden. Und ja, jetzt wollen wir gucken, ob wir was zu essen finden. Wir haben jetzt was zu essen gefunden. Wir sind in Holland und haben uns holländische Pommes geholt. Der reine Wahnsinn. Und hinter uns das Kaffeetassenkarussell und hier spielt die ganze Zeit Musik. Ich hoffe, ihr versteht mich auch überhaupt. Der Cedric ist schon am Dancen. Ich bin glücklich, ich habe Essen. Essen! Aus Euromir, ja, sind wir gefahren. 25 Minuten haben wir, glaube ich, ungefähr angestanden. Das geht ganz gut da. Super Partymusik natürlich im Wartebereich. Natürlich wird auch drin Abstand gehalten. Und ja, macht Spaß. Also ich fand, die Fahrt ging. Wir sind die letzte Abfahrt, Gott sei Dank, vorwärts runtergefahren. Also dann sind wir nicht so schlimm in die Bremse reingehauen. Ich finde, macht immer noch Spaß und vor allem mit dem Soundtrack ist halt mega geil. Es gibt auch noch eine kleine Ausstellung zu den neuen oder
neu renovierten und neu gestalteten Piraten in Batavia Dark White kann man sich noch ein paar Sachen ausgucken, wie es so ungefähr wird. Und man kann auch einen kleinen Blick in die Baustelle reingucken. Und ein Boot wird ausgestellt, womit man später dann durch den Dark White fährt. Jetzt kommen wir gerade aus Snorri-Touren. Ja, ich bin zwar schon gefahren und ja, diesmal hoffen wir nicht so lange anstehen. Wir haben vielleicht 10 Minuten gewartet. Also ging ganz zügig und ja, ist noch immer ein schöner, niedlicher Dark White für kleine Kinder. Ganz toll, glaube ich. Und ja, jetzt wollten wir gleich zu Wodan unser Fastpass-Ticket einlösen. Wir sind gerade Wodan gefahren und ist echt ein cooler Coaster, ein cooler GCI, drückt richtig, vor allem jetzt, wo es warm ist. Und dann macht es am meisten Spaß, also der hat ordentlich Geschwindigkeit drauf. Ist ein cooler Coaster hier im Europapark. So, wir sitzen jetzt hier in der Monorail, wir hatten keine Lust mehr zu laufen und hier ist auch ein bisschen kühler als jetzt draußen, ist doch schon sehr warm. Und ja, jetzt fahren wir hier ein bisschen durch die Gegend und gucken mal von oben uns weiter. So, wir sind jetzt gerade noch Voletarium gefahren und saßen in der Mitte, hatten echt einen guten Platz und jetzt fahren wir nochmal mit dem Geisterschloss und dann war es das auch schon fast hier aus dem Europapark, denn wir haben gleich Parkschluss in einer guten Stunde und ja, war echt ein cooler Tag heute. Wir machen jetzt als letzte Fahrt noch die Wildwasserbahn, die soll noch 10 Minuten haben und ja, der Park macht auch gleich schon zu und dann gehen wir auch hier raus. Das war's aus dem Europapark. Ja, wir sind gerade noch die Wildwasserbahn gefahren. Ich bin gut nass geworden und wir verlassen jetzt den Park über Spanien und gehen dann zu unserer Ferienwohnung, die da in der Gegend ist. Und ja, das war ein recht guter Saisonstart, fand ich. Ein paar Sachen, die hier zwar nicht so super waren, vor allen Dingen Desinfektionsmittel, war sehr knapp hier im Park. Und teilweise auch an den Attraktionen leer. Das war nicht so super und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Vlog und man sieht sich demnächst bestimmt mal wieder. Bis dann. Tschüss.